Liebe Geschwister, jemand, der zuvor lebte, über den der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, in authentischen Überlieferungen, jemand, von dem wir sehr viel lernen können, Bukhari und Muslim und andere überliefern, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von jemandem berichtete, der 99 Menschen bereits getötet hat. Das Töten direkt nach den Geboten auf Allah Ta'ala bezogen, das schwerwiegendste Verbot. Und nun gibt es jemanden, der hat 99 Menschen getötet. Und subhanallah, selbst diese Person verspürt eine Unruhe und wollte umkehren. Was tat diese Person? Diese Person fragte Leute nach der kenntnisreichsten Person. Und die Leute, sie verwiesen ihn an einen Mönch, jemand, der sich zurückgezogen hat. Verwiesen ihn an einen Rahib, wichtig zu merken, jemand, der sich also in einem Kloster, also in einem Tempel zurückgezogen hat, in einer Klausel, ja, zurückgezogen hat. Und er fragte diesen Rahib, ja, ich habe 99 Menschen getötet, gibt es für mich denn Umkehr Gott gegenüber, Reue, Taube? Und die Person war schockiert und sagte, dass das nicht möglich ist. Ja, jemand, der sich vom Weltlichen zurückgezogen hat, schockiert durch eine solche Nachricht, der ist schon schockiert durch sogenannte kleinere Sünden, weil die Person darauf achtet, wem gegenüber gesündigt wurde. Und es war ein Mensch, der sich zurückgezogen hat, es war kein Gelehrter. Wisst ihr, was passiert ist? Gewohnheit. Die Person tötete aus Gewohnheit. Und somit hat er 100 Menschen getötet. Subhanallah. Wollen wir hier schon mal eine Lektion festhalten? Manche Menschen denken, jemand ist kenntnisreich. Aufgrund von Merkmalen, die irreführend sein können. Ja, sie denken, ein religiöses, zurückgezogenes Leben geht gleichzeitig mit Wissen einher. Es gibt eine gewisse Korrelation, aber das eine muss nicht mit dem anderen direkt zu tun haben. Das eine nicht das andere direkt verursachen. Das heißt, die Menschen waren auch mitschuld oder hatten auch einen Anteil daran, weil sie haben diesem Bereuenden nicht seinen Wunsch erfüllt, nämlich die kenntnisreichste Person auf Erden oder in ihrer Umgebung sprechen zu dürfen. Und der Rahib unterlag auch einer Täuschung, einer Selbsttäuschung. Er dachte, dass er diese Frage beantworten durfte. Aber wie kann er sie beantworten? Ist er ein Fachmann? Hat er studiert? Hat er Wissen? Ist er kenntnisreich, was diese Angelegenheit anbelangt? Aber er antwortete. Und subhanallah, das können wir auf hier und jetzt auch anwenden. Viele Leute meinen, X und Y wären kenntnisreich. Aber er ist nicht kenntnisreich. Er ist religiös, aber nicht kenntnisreich. Umgekehrt, viele Menschen, die Allah Ta'ala nahestehen, die eine gute Beziehung zu ihm haben, werden durch den Eindruck der Leute in Bezug auf sich selbst getäuscht. Täuschen sich selbst vielleicht auch. Und sprechen, obwohl sie nicht sprechen dürfen. Beantworten religiöse Fragen, obwohl sie sie nicht beantworten dürfen. Wie ging es also weiter? Die Person fragte, die bereuen wollte, die schon am Bereuen war, nochmal nach dem Kenntnisreichsten. Und dieses Mal, subhanallah, der Hadith erwähnt, kam er zu einem Alim, also jemand, der Wissen hatte. Und der Alim war aber nicht nur ein Alim, sondern er war auch ein Erzieher, wie wir gleich an seiner Antwort merken. Denn er beantwortete nicht nur seine Frage, das wäre bereits mit Naam erledigt gewesen. Ja, für dich gibt es auch die Möglichkeit zu bereuen. Aber was sagte er noch weiterhin? Er sagte, Naam, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. Ja, doch, für dich gibt es auch Reue. Du kannst auch bereuen. Und wer oder was kann zwischen Allah und der Reue eines Dieners kommen?
sind motivierende Worte, bekräftigende Worte, subhanallah. Das heißt, der Alim hat auch eine Erziehungsfunktion. Aber dabei beließ er es nicht. Er antwortete weiter. Er gab eine vollständige Antwort, die durch die Frage allein, ja, er wurde ja nicht nach einem umfassenden Rat gefragt, er wurde nur gefragt, vermag ich es zu bereuen? Vermag auch ich mit diesen Sünden, der 100 getötet hat, zu bereuen? Wie gesagt, mit Ja wäre das erledigt gewesen, aber Ja. Plus die Motivation und jetzt kommt der praktische Ratschlag. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Aber verlasse dein Land, verlasse deine Umgebung und geh dort und dorthin. Und er nannte einen Ort, wo eine Gruppe von Menschen Allah Ta'ala anbetet und bete ihn mit ihnen an und kehre nicht zu deinem Land, zu deiner Umgebung zurück, denn es ist eine schlechte Umgebung. Das heißt, wer Veränderung möchte, liebe Geschwister, er braucht Kenntnisreiche um sich herum. Er muss irgendwo korrektes Wissen sich aneignen können, fundierte Antworten bekommen können. Aber der Mensch hat auch ein Bedürfnis nach Motivation, subhanallah. Und der Alim, er gab ihm diese Motivation auch mit. Er bekräftigte seine Antwort. Natürlich kannst du auch bereuen. Und was soll zwischen Allah Ta'ala und der Reue eines Dieners kommen? Und er gab auch einen praktischen Ratschlag. Wir brauchen praktische Handlungsempfehlungen. Wir brauchen Orientierung. Ja? Eine Karte für das Leben. Und subhanallah, wer Veränderung möchte, er muss sich auch verändern, er muss auch bereit sein, sein Leben zu ändern, sich zu ändern, seine Umstände zu ändern. Und subhanallah, die Person, sie verließ also ihre schlechte Umgebung hin zu einem Land, wo es Menschen gab, die für ihn gute Umgebung, gute Begleiter darstellten. Und subhanallah, er starb aber auf dem Weg dorthin. Und nun gibt es verschiedene Überlieferungen, die sich auch in der Bedeutung ergänzen. Dass er, weil die verschiedenen Gruppen der Engel sich nicht einig waren, was sollen wir mit ihm machen? Die Engel der Strafe wollten ihn zur Strafe hinführen, weil sie sagten, er hat noch nie etwas Gutes getan in seinem Leben. Und subhanallah, die Engel, die sich um diejenigen kümmern, denen vergeben wurde, ja, die zur Belohnung führen sollen, sie sagten, جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. Sie fanden etwas, subhanallah. Sie sagen, er kam aber, er war unterwegs, bereuend. Und sein Herz war auf Allah Ta'ala ausgerichtet. Sein Herz war auf Allah Ta'ala ausgerichtet. Subhanallah. Diese Engel brauchen wir, oder? Es ist eine Gnade Allah Ta'ala, dass er solche Engel, subhanallah, erschaffen hat, um uns seine Gnade zu zeigen, subhanallah. Und eine Überlieferung spricht davon, dass Allah Ta'ala den Abstand zur Ortschaft der rechtschaffenen Menschen hat verkleinert, sodass am Ende die Engel der Vergebung diese Person, also die Seele der Person, mitgenommen haben. Und Qatada überliefert, oder über Qatada wird überliefert, dem Koran-Kommentator, dass die Person auf den letzten Metern noch kroch. Ja, sie ist irgendwie zusammengebrochen, ja, Allahu alam, welche Todesursache, aber er konnte nicht mehr laufen, aber er kroch noch. Er tat sein Möglichstes. Stellt euch vor, irgendjemand, ja, ohne dass irgendwie Menschen um ihn herum sind, etc., subhanallah, aber er will seinem Wunsch nachkommen. Da sind wir wieder beim Willen. Wir haben über Dawud alayhi salam gesprochen. Und dass Allah Ta'ala einen Willen segnet, subhanallah. Gottvertrauen segnet, Hoffnung auf Allah Ta'ala segnet, aber auch Vorkehrungen treffen, segnet. Und dass Dawud alayhi salam es sich nicht bequem gemacht hat, obwohl er der König gewesen ist, obwohl er hätte delegieren können, ja, war er sich nicht zu schade, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Obwohl er hätte bequemlich leben können, ja, unterbrach er seinen Schlaf. Obwohl er hätte in Fülle
leben und essen können, fastete er jeden zweiten Tag. Obwohl er sich hätte versorgen können durch seinen Reichtum, aß er nur das, was er sich durch die Arbeit seiner eigenen Hände hat erarbeitet. Subhanallah. Und trotz allem war er nicht arrogant gewesen, subhanallah. Und konnte die Wahrheit dann anerkennen, wenn sie ihm offenbar wurde. Alhamdulillah. Inshallah haben wir nicht zu viel gemeinsam mit demjenigen, der 99 Männer getötet hat in Bezug auf seine Sünden. Aber vieles an dieser Geschichte ist für uns übertragbar. Subhanallah. Vieles an dieser Geschichte ist übertragbar. Und der Ratschlag, neue Inspiration zu holen von anderen, wie wertvoll ist dieser doch? Subhanallah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Allah Ta'ala hat Türen nicht aufgehen lassen in Mekka, hat er Türen aufgehen lassen in Medina. Und neue Menschen, neue Orte, neue Impulse, subhanallah. Wir wissen doch, als Salman den Graben hat vorgeschlagen und bei der sogenannten Grabenschlacht, ja, die nach diesem Graben dann auch benannt wurde, eine gute Position für die Muslime herauszuarbeiten, die angegriffen wurden, sagten die Quraysh, die Idee kam von keinem Araber. Ja, sie kannten diese Idee, kam von keinem Araber. Und dann, subhanallah, kam heraus, dass es die Idee Salmans gewesen ist. Und subhanallah, wir leben in einem Zeitalter, das Reisen ist so leicht. Wir können Hajj machen, wir können Umrah machen, wir können Sprachreisen unternehmen, Arabisch lernen im Ausland, ja. Mit Ryanair irgendwo hinfliegen und eine Sprachschule besuchen und das in den Sommerferien, ohne dass man jetzt irgendwie groß seine Pläne ändern muss. Also es ist alles verfügbar, subhanallah. Man kann Online-Unterricht nehmen, der sogar günstiger ist, ja, als jede Dienstleistung, die man in Deutschland wird bezahlen müssen. Ja, für 6, 7, 8 Euro kann man schon Einzelunterricht haben mit ausgebildeten Lehrern, die von der Universität abgegangen sind. Das ist alles online möglich, zu euren Zeiten, ja, nachdem ihr eure Schule, eure Uni, eure Arbeit, eure Hobbys, ja, eure familiären Verpflichtungen erfüllt habt, könnt ihr noch um 9 Uhr abends online gehen, 2 Stunden lernen, vorm Schlafen gehen. Alhamdulillah, diese Möglichkeiten sind da. Aber lassen wir uns gerne von anderen inspirieren. Begeben wir uns in inspirierende Umgebungen. Und subhanallah, das Reisen. Ja, Allah Ta'ala empfiehlt das Reisen im Koran. Ja, und die Gelehrten haben gesagt, ich meine, es war Imam al-Shafi'i gewesen, rahimahullah, der gesagt hat, dass das Reisen eines von 6 elementaren Voraussetzungen dafür ist, sich Wissen anzueignen. Subhanallah. Und heutzutage, wie gesagt, durch das Internet, ja, man verreist, indem man den Laptop hochfährt. Subhanallah. Nur die Frage ist, wohin verreisen wir? Welche Möglichkeiten nutzen wir? Welche Möglichkeiten nutzen wir? Das heißt, den Willen zur Veränderung, die Reue, Wissen, Motivation, eine praktische Umsetzung, das, was wir für uns suchen sollen, liebe Geschwister. Ibn Qayyim hat erwähnt, dass im Koran das Hören in 3 verschiedenen Bedeutungen wiedergegeben wurde. Einmal das physische Hören, also das, was das Ohr vollzieht. Aber das heißt noch lange nicht, dass man versteht. Manche Menschen hören, aber sie verstehen nicht, weil sie nicht verstehen wollen. Und deswegen ist auch das Hören im Koran im Sinne vom Verstehen verwendet worden. Und die höchste Form des Hörens ist das auf jemanden hören, nämlich der Gehorsam. Und wie sehr gehen wir mit heiligen Texten um? In Bezug auf Gehorsam sein wollen. Ja, wo das Hören ja auch im Wort quasi mit drin ist, ja? Gehorsam, ja, hören, ist da mit drin. Manchmal geht es da rein und da raus. Wir haben physisch gehört, aber wir wollten nicht verstehen. Und wenn wir verstehen wollen, liebe Geschwister, müssen wir praktizieren wollen. Und dass wir praktiziert haben oder im Praktizieren sind, das zeigt, dass wir eigentlich verstanden haben und nicht nur hingehört haben.
Und wir brauchen inspirierende, unterstützende Partner. Und eventuell müssen wir unsere Gewohnheiten, unsere Orte, die uns auch an das erinnern, was wir im Schlechten sind, vielleicht müssen wir die verlassen. Und sei es für eine prägende Zeit, sei es für eine Reise, sei es für 2-3 Monate, sei es für ein sogenanntes sabbatisches Jahr. Als ich das erste Mal dieses Wort gelesen habe, das war bei einem Bruder, der auch Muslim wurde. Und ich habe ihn darum gebeten, dass er mir seine Bewerbungsschreiben zuschickt. Ich war damals in der Bewerbungsphase und ich wollte mich inspirieren lassen. Und dann las ich in seinem Lebenslauf das sabbatische Jahr, dass er ein sabbatisches Jahr genommen hat. Und ich rufe ihn an und sage, Bruder, ich wusste gar nicht, du warst Jude gewesen, ich war interessiert. Ja? Damit meint man, ja, dass man eine Auszeit nimmt, eine längere Auszeit nimmt, um sich wiederzufinden. Ich habe einen Lehrer kennengelernt, der hat, ich weiß nicht mehr, alle 10 oder alle 7, 8 Jahre, ja, der hat sich immer ein Siebtel oder ein Achtel weniger an Lohn auszahlen lassen, sodass er dann ein Jahr lang quasi mitversorgt ist, komplett versorgt ist über seinen Arbeitgeber. Und das, ja, hat ihn zu einem noch in den 60ern frischen Lehrer gemacht. Kein Ausbrennen, weil er immer wieder, subhanallah, seine eigene Mitte neu finden konnte. Ja, sich neu mit Allah Ta'ala, er ist Muslim geworden, neu verbinden konnte. Aber subhanallah, ich habe die Überlieferung mehrfach gelesen und manchmal muss man auch darauf achten, was dort nicht steht. Es steht dort definitiv, dass Allah Ta'ala ihm vergeben hat. Aber es gibt verschiedene Wege zur Vergebung, liebe Geschwister. Jemand mag im Grab noch bestraft werden, bevor ihm vergeben wird. Jemand mag noch Schrecken am Tag des jüngsten Gerichts mitbekommen, bevor ihm vergeben wird. Jemand mag auch in die Hölle kommen, bevor ihn die Vergebung Allah Ta'alas erreicht. Und dieser Mann hat 100 Menschen getötet. Sage ich deswegen auch warnend. Ja? Nicht, dass man den Hadith falsch verstehen möchte, nach dem Motto, okay, ist ja nicht so schlimm. So, wer weiß, was auf ihn wartet. Bevor er, wie gesagt, diese Vergebung Allah Ta'alas genießen kann. Und wer weiß, vielleicht kehrt man nicht um. Aber für den Umkehrwilligen ist diese Geschichte natürlich, diese Begebenheit, eine hoffnungsspendende. Ja, aber wer falsch hinhören möchte, der sei gewarnt. Wer falsch hinhören möchte, der sei gewarnt. Und liebe Geschwister, wir brauchen Motivation, Veränderungswillen. Weil stehen bleiben automatisch ein Rückschritt bedeutet. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihata qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shughulik, wa hayataka qabla mautik. Nutze deine Jugend, bevor du älter wirst. Und nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Nutze deinen Reichtum, bevor du arm wirst. Und nutze deine Freizeit, bevor du beschäftigt wirst. Nutze deine Freizeit, bevor du beschäftigt wirst und nutze dein Leben vor deinem Tod, subhanallah. Wenn wir einfach nur stehen bleiben, ja, wir sehen, subhanallah, diese Gnaden, die bleiben nicht ewig. Sondern es gibt das Gebot, dass wir vorankommen müssen. Einfach nur nicht, um einen Rückschritt zu machen. Einfach nur, um stehen zu bleiben, müssen wir ständig mindestens etwas vorankommen. Und um voranzukommen, ja, müssen wir viel Energie investieren. Und subhanallah, auch ein Hadith, von dem ich meine, dass er auf viele von uns, die hier viele Gnaden genießen, dass dieser Hadith leider auf viele von uns zu einem gewissen Maße zutrifft. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi, as-siha wal farag. 2 Gnaden, trotz welcher viele Menschen leer ausgehen. Ja, 2 Gnaden, die wir haben, aber die nicht richtig nutzen. Nämlich Gesundheit, subhanallah, und Freizeit. Wer das auch erlebt hat, indem er andere Länder bereiste,
konnte manchmal seinen Urlaub nicht richtig genießen. Und das war auch gut so. Denn er spürte, subhanallah, wie verwöhnt er doch gewesen ist. Und immer noch ist. Und wie glücklich andere Menschen sind. Obwohl sie viel weniger an diesen weltlichen Gaben bekommen haben, als man selbst. Man selbst, subhanallah, man quengelt, man beschwert sich, man ist nicht glücklich, man sieht andere Menschen. Und man hat auch trotzdem viele Möglichkeiten, man ist nicht erschöpft. Andere Menschen arbeiten bis zur Erschöpfung, subhanallah, und haben viel weniger Sicherheiten. Aber sind glücklicher, sind dankbarer, dienen Allah Ta'ala mehr. Dieser Hadith, liebe Geschwister, er soll uns herausfordern, dass er nicht auf uns zutrifft, dass wir das Beste aus unserer Gesundheit machen, dass wir das Allerbeste aus unserer Freizeit machen, von der wir ja, alhamdulillah, auch haben. Veränderung, subhanallah, Allah Ta'ala gab uns mit, dass durch die Pflichtenerfüllung wir uns Allah Ta'ala gegenüber annähern. Zuallererst, ja, wer Veränderung möchte, er möge sich den Pflichten widmen, weil der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, dass Allah Ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Mein Diener nähert sich mir durch nichts Besseres als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe, als Pflicht mitgegeben habe. Und er nähert sich weiter durch freiwillige gute Taten, bis ich ihn liebe, noch mehr liebe, subhanallah. Viele von uns vernachlässigen elementare Pflichten. Wir wollen Veränderung, wir sollen uns auf die Pflichten richten. Und dabei, subhanallah, alles Mögliche tun. Nicht nur auf die Pflichten uns begrenzen. Jede mögliche gute Tat, liebe Geschwister, sollen wir suchen und gerne ausführen. Jede mögliche. Und subhanallah, anderen Menschen zu helfen, Glaubensgeschwistern zu helfen, ist ein Weg, wie der Segen Allah Ta'alas uns zugeteilt wird. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Ja? Wer einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester eine Sorge dieser Welt, ja, hinwegnimmt, dem wird Allah Ta'ala am Tage des Gerichts eine Sorge wegnehmen. Und er sprach weiter, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Und wer jemandem, der es schwer hat, das Leben erleichtert, irgendjemandem, dem wird Allah seine Lage in dieser Welt und in der nächsten Welt erleichtern. Und weiter, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Und wer die Verfehlung eines Glaubensbruders bedeckt, sie nicht öffentlich macht, wenn er sie gesehen hat, dem wird Allah Ta'ala seine Verfehlungen auch am Tage des Gerichts bedecken, aber subhanallah, Allah Ta'ala erwähnte auch zuvor und auch in dieser Welt. Und weiter sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Und Allah Ta'ala hilft so lange seinem Diener, wie dieser seinem Glaubensbruder, seiner Glaubensschwester hilft, subhanallah. Und subhanallah, manchmal spüre ich das. Ich komme irgendwo nicht voran. Und dann fällt mir ein, oh, der Bruder hat was von mir verlangt. Der Bruder hat dieses und jenes in meine Hände gegeben. Und dann komme ich dem nach und ich merke, subhanallah, auf einmal kommt eine gute Idee, auf einmal kommt eine Erleichterung, auf einmal wird mir mein Leben geebnet. Das ist etwas, was man spüren kann. Gerade vor der Khutbah, jemand bat mich um eine Kleinigkeit, es war wirklich nur eine Kleinigkeit. Und unter Druck bei der Vorbereitung der Khutbah habe ich mir gedacht, komm,
schicke ihm die SMS, dass alles in Ordnung gegangen ist. Ja? Ich habe mich darum gekümmert und dann, ich habe ihm aber noch nicht Bescheid gesagt. Und dann schicke ich ihm die SMS und als ich die SMS abgeschickt habe, habe ich parallel E-Mail-Eingang gehört. Subhanallah. Und ich habe gedacht, Subhanallah, das ist die Hilfe Allahs. Ja? Und Subhanallah, das war die Hilfe Allahs. Das heißt, SMS geschickt und bang, ja? E-Mail eingegangen und dann gute Nachricht, Subhanallah. Das kann man spüren, liebe Geschwister. Und die Prophetengefährten, sie sprachen davon, dass wenn sie einander zu essen gaben, ja, sie selbst den Geschmack des Essens in ihrem Mund spürten, was die Person aß, Subhanallah. Allah Ta'ala lässt das nicht unbeantwortet. Und Allah Ta'ala lässt das nicht von uns ungespürt. Wie gesagt, alles Mögliche tun. Manchmal kann man vielleicht keinen Menschen helfen. Aber wir kennen die Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einer Prostituierten sprach. Und zwar im Sinne von, dass das schuldhaft war. Das war jetzt keine, wie gesagt, keine Zwangsprostitution, sondern ja, eine Frau, die willentlich der Unmoral Vorschub hat geleistet. Ja, und wir wissen die Übel, die gesellschaftlichen Übel, die auch damit einhergehen und die Schäden für die Familie etc. Und diese Frau, Subhanallah, sie sah eines Tages einen verdurstenden Hund. Und sie sagte sich, Subhanallah, ich will eine gute Tat tun. Und sie stieg in einen Brunnen herab und hat ihre Lederschuhe zwischen ihren Zähnen nach unten getragen und dann den vollen, mit Wasser gefüllten Lederschuh wieder zwischen ihren Zähnen nach oben beim Klettern getragen und dann dem Hund zu trinken gegeben. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Tat, Allah Ta'ala diese Tat als Anlass dafür genommen hat, jedoch zu vergeben. Subhanallah. Und umgekehrt wird überliefert, authentisch auch, von einer Person, die eine Katze eingesperrt hat. Hat eine Katze eingesperrt, hat ihr nichts zu essen gegeben, aber sie auch sich nicht selbst versorgen lassen. Und das war ein Anlass dafür, dass Allah Ta'ala diese Person auch bestraft. Subhanallah. Das heißt, egal was man tun kann, egal was, man möge es tun. Und vielleicht ist es der Anfang, wortwörtlich. Und die Gelehrten haben gesagt, dass der Lohn einer guten Tat, wenn du wissen willst, ob Allah Ta'ala diese gute Tat angenommen hat, dann schau, ob nach dieser guten Tat eine weitere gute Tat folgte. Weil Allah Ta'ala belohnt gute Taten damit, dass er einem ermöglicht, weitere gute Taten zu tun. Subhanallah. Das heißt, es mag eine kleine Sache sein. Die Frau, die wie gesagt wusste über ihre Sünde, hätte auch sagen können, ja, was will ich? Ich bin ja schon hier in den großen Sünden berufsmäßig unterwegs. Aber sie hat keine kleine Tat ausgeschlagen, als Allah Ta'ala ihr diese Tat ermöglichte. Subhanallah. Und auch so sollen wir denken. Jedes, alles, was wir tun können, das ist ein Prinzip, liebe Geschwister. Maryam, alayhi salam, als sie bedürftig war, Allah Ta'ala gab ihr mit, schüttle den Palmenstamm, sodass Datteln herunterkommen. Wie gesagt, der Palmenstamm ist so wie diese Säule. Da gibt es nichts zu rütteln, nichts zu schütteln. Das ist ein stark verwurzelter Baum mit einer, ja, mit einem breiten Stamm. Aber man muss was tun. Nuh alayhi salam. Allah Ta'ala beschreibt die Wellen, ja, die Wogen im Koran damit, dass sie so hoch wie Berge gewesen sind. Und das Schiff, ja, beschreibt Allah Ta'ala als, ja, noch nicht mal als Schiff, noch nicht mal als Safina, sondern als Nägel- und Plankengerät. Ja? Noch nicht mal ein richtiges Schiff gewesen. Aber Nuh alayhi salam, man muss etwas tun. Selbst ein Holzschiff bauen, was dann aufgrund des Segens Allahs, dann Bergen von Wasser zu trotzen vermag. Selbst wenn es ist, dass wir krabbeln oder uns irgendwie nach vorne robben, das kann Allah Ta'ala als Anlass dafür nehmen, dass wir Vergebung bekommen. Und nachdem Allah Ta'ala klar gemacht hat, dass nichts mit ihm vergleichbar ist und dass er nicht in unseren weltlichen Kategorien beschrieben werden kann, gab er ein Gleichnis mit, und das wissen wir, laysa kamithlihi shay,
Nichts ist wie sein Gleichnis. Und nicht mal nichts ist wie er, sondern nichts ist wie sein Gleichnis. Gab er dieses Gleichnis mit, subhanallah, was wir nicht in unserer weltlichen, wortwörtlichen Vorstellung verstehen, sondern eben im Gleichnis. Allah Ta'ala sprach, وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَبُوعًا. Und vorher, إِذَا تَقَرَّبَ عَبَدِي مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. Wenn sich mein Diener zu mir eine Handbreit nähert, komme ich ihm eine Armlänge entgegen. Und wenn er sich mir eine Armlänge nähert, dann komme ich ihm, also eine Armspanne, ja, so von einer Hand zu, von einer Fingerspitze zur anderen Fingerspitze, das ist ein bekanntes Maß seit jeher gewesen, dann komme ich ihm quasi eine Armspanne, ja, entgegen. Und wenn er zu mir gelaufen kommt, ja, dann komme ich ihm rennend entgegen. Wie gesagt, das verstehen wir nicht auf eine weltlich wortwörtliche Weise, sondern im Sinne von, du tust etwas, subhanallah, und Allah Ta'ala tut viel, viel mehr. Aber bewege dich. Wie gesagt, wir wollen nicht nur hören, wir wollen zuhören und wir wollen gehorsam sein. Das heißt, wenn wir Koran vernehmen, wenn wir Hadith vernehmen, ja, dann sollten wir unser inneres Notizbuch aufschlagen und reinschreiben. Was bedeutet das für mich? Was kann ich dafür tun? Wie kann ich das in mein Leben integrieren? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala segnet durch Regen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn es regnet, dass man auch Dua sprechen möge, weil das ein Zeichen der Barmherzigkeit Allahs ist. Und vor uns, liebe Geschwister, es erwartet uns ein Regenschauer. Einen ganzen Monat lang. Und er steht kurz bevor. Und wir wollen unsere tote Erde in uns, unser totes Herz, unser sterbendes Herz, unser Leben brauchendes Herz Leben geben, Erfrischung geben. Wir wollen, da wo wir Wüste sind, wollen wir eine begrünte Seele haben. Da wo wir eine begrünte Seele haben, wollen wir eine Seele haben wie ein Wald. Ja? Viele gute Taten, viele Früchte an starken Bäumen hängend. Und wie gesagt, es erwartet uns ein Regenschauer. Und was wird diesen Regenschauer segnen? Subhanallah. Allah Ta'ala gibt ein Gleichnis im Koran, Surat Fussilat. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Und zu seinen Zeichen und zu Allahs Zeichen gehört, dass du die Erde, ja, leblos, demütig siehst. Ja, خَاشِعَةً, ja, transportiert auch diese Bedeutung der Demut. In Bezug auf die Erde meint es die Leblosigkeit, aber da ist auch die Bedeutung der Demut mit drin. Wenn wir aber was auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Gewiss, derjenige, der sie wiederbelebt, wird auch die Toten wieder lebendig machen, denn gewiss, er hat zu allem die Macht. Demut, liebe Geschwister. Demut, dass wir offen sind für unsere eigenen Fehler. Dass wir offen sind, uns selbst verändern zu wollen. Dass wir über unseren kleinen Schatten springen wollen. Und dann kommt der segensreiche Tropfen, beziehungsweise der segensreiche Schauer. Denn wenn Allah Ta'ala segnet, Al-Karim, ja, Al-Karim, ihm gebührt es nicht, dass er einen Tropfen herabsendet. Ja, er ist großzügig. When it rains, it pours. Wenn es regnet, wenn Allah Ta'ala Regen lässt,
es regnen lässt, dann, ja, dann gibt es einen Regenschauer. Aber wenn wir arrogant sind, wenn wir nicht demütig sind, wenn wir hochmütig sind, liebe Geschwister, dann hilft es manchmal nicht. Der Magen vermag manchmal das wertvollste Essen nicht anzunehmen, subhanallah. Und er stößt es zurück. Und so geht es uns manchmal auch. Die Medizin, sie liegt vor uns. Sie ist um uns herum. Sie durchdringt uns quasi. Aber wir lehnen sie ab aufgrund von Hochmut. Das heißt, wir sollen demütig durchs Leben gehen, subhanallah. Selbstkritisch durchs Leben gehen. Von Allah Ta'ala recht Leitung bittend. Und dann werden große Ereignisse, wie Ramadan, subhanallah. Ramadan ist ein großes Ereignis, subhanallah. Ein großes Ereignis. Dann werden sie auch ihre Wirkung bei uns entfalten können. Liebe Abiturienten, meldet euch bei uns, schreibt uns eine E-Mail, ja? Denn wir haben inshallah dieses Jahr noch eine kleine Veranstaltung für euch vor. Und da kommen auch einige Preise auf euch zu. Es gab einen Bruder, der das initiiert hat und der möchte auch Bargeld, ja, ausschütten und es wird ein gemeinsamer Tag verbracht und besondere Gäste werden kommen und man wird gemeinsam essen und trinken und auch über die Zukunft sprechen. Von daher, also diejenigen, die Alhamdulillah dieses Jahr Abitur machen, ja, mögen sich bitte bei uns melden, denn wir werden inshallah noch vor den Ferien einen besonderen Tag dann miteinander verbringen. Meldet euch dazu, bitte diesbezüglich. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, O Allah, bitte vergib uns, bitte führe uns liebevoll zum Gebet, O Allah, bitte führe uns zum Gebet, wie auch immer, O Allah, lasse uns deine Barmherzigkeiten annehmen, O Allah, lasse uns auf dich zubewegen, O Allah, bitte segne unsere Reue, bitte vollende unsere Reue, bitte vollende unsere Werke, bitte reinige unsere Absichten, bitte lasse uns vereint sein als Ummah, O Allah. Bitte, O Allah, stehe all den Notleidenden bei, den Bekriegten, den Vertriebenen, den Verfolgten, den Eingesperrten, den Verfolgten, O Allah. Bitte stehe ihnen allen bei und schenke uns Selbstbestimmung, O Allah, auf dass wir dir allein dienen dürfen. O Allah, bitte heile die Kranken, bitte versorge die Bedürftigen, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns, O Allah. Bitte schenke den Verheirateten gesegnete, rechtschaffene, rechtgeleitete Kinder und Enkel und Urenkel, O Allah. Allahumma Amin. Bitte versammle uns im Paradies, O Allah. Bitte lass uns alle aus der Hand des Propheten trinken, sallallahu alaihi wasallam. Bitte umgib uns von Wissen und lass uns die Wissenden, die Motivierenden in unserem Leben ein fester Bestandteil sein, O Allah. Bitte lasse uns streben, O Allah, zu dir, wie wir noch mehr als wir zu weltlichen Gütern streben, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.